Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Quark. Entschuldigung. War jetzt gerade ein wenig verwirrt, weil mir ist gerade der komplette Rechner abgestürzt. Plötzlich Bluescreen und weg war alles. Weiter geht's. So. Muss ich nur mal gucken. Weil ich war natürlich mit der Aufnahme schon weiter, aber nicht viel. Wir sind ein Stückchen schon gelaufen. Und plötzlich war alles weg. Irgendwie ist heute ein bisschen der Wurm drin, habe ich den Eindruck. Erst ist das Mikro nicht da. Also in OBS wurde es angezeigt, aber kein Aufnahmepegel. Dann stürzt der Rechner vollständig ab. Keine Ahnung, was da heute los ist. Techniktag sozusagen. Ich hoffe, dass ich jetzt ungestört aufnehmen kann. Und dass das Ganze wieder einen Abgang macht. So, das sind unsere zwei da Minenarbeiterinnen. Die haben ein bisschen weiteren Weg, die zwei Mädels. Aber es ist ja kein Drama. Schnüffen auf. Oh, kann man ein bisschen verschnaufen. Ja, Seeadler. Sehr schönes Tier. Mal wieder die Augen offen halten wegen potenzieller Banditen, ne? Da könnte man bestimmt auch schön siedeln, ne? Hier ist relativ eben. Ich weiß gar nicht, wie hoch das da geht oder wo das da hoch geht. Könnten wir eigentlich mal ausprobieren, wo wir da hinkommen, ne? Machen wir. Bin hier noch nie hochgelaufen. Ist zwar alles ein bisschen schräg. Aber trotzdem. Nichts, wo man nicht bauen könnte, würde ich sagen, ne? Herrliche Aussicht. Also es ist nicht ganz einfach hier zu bauen, aber prinzipiell spricht da eigentlich wenig dagegen, ne? Guckt euch die Aussicht an. Wenn man hier oben irgendwo sein Haus hätte, ist man zwar immer ganz schön unterwegs, bis man dort ist, aber man hätte eine traumhafte Aussicht, ne? Oder halt hier dann. Und dann gucken, dass man hier oben irgendwo sein Haus hinpflanzt. Weiß gar nicht, wie steil das sein kann. Oder wie steil das sein darf. Oh, hier ist Jagdgebiet Falke, okay. Aber, ups, Baum. Hier hätte man dann auch gleich den See. Mal ein bisschen die Aufnahmezeit im Blick halten. Eine halbe Stunde ungefähr braucht man noch. So. Hier sind wir auch noch nie groß lang gelaufen, ne? War auch ganz selten. Jagdgebiet entdeckt, Fuchs. Hier ist auch schön grün. Auch ein potenziell netter Platz. Oh, hier ist Wolfsjagdgebiet.
Jagdgebiet Krähe. Sind einfach nur Stöcke, oder? Ja, sind einfach Stöcke. Die nur ein bisschen merkwürdig abstehen. Auch hier ist eine ganz nette Landschaft, wo man theoretisch bauen könnte. Nah an Denica. Wobei, das ist schon sehr nah an Denica, ne? Da würde ich, glaube ich, da unten weiter Richtung Fluss dann vorziehen, weil das ist dann noch eben. Was ja auch seinen Reiz hat, ne? Hi Mathilda. Womit kann ich dir helfen? Eine Näherin aus dem Nachbardorf hat mich gebeten, hierher zu kommen und... Was möchte sie? Ist das ein Trick? Nicht ganz. Sie wollte, dass ich dir etwas zeige, das sie hergestellt hat. Ich bin mir nicht sicher, was zwischen euch beiden ist, aber ich denke, es wird höchste Zeit, das Kriegsbeil zu begraben. Was ich nun... Vielleicht hast du recht. Unsere Rivalität hat lang genug gedauert. Weißt du was? Nimm das hier. Das habe ich gerade gemacht und zeige es ihr. Sagen wir, es ist mein Friedensangebot. Machen wir. So. Haben wir auch. Und jetzt würde ich dann über... Denica... mal 15 Uhr. Ups. Dann können wir über Denica und ich muss was trinken. Trinken und mich entstinken. Können wir dann zurückgehen. Immer schön die Augen offen halten. Zumindest wenn wir die Wege das erste Mal gehen. Kann schon mal vorkommen, dass uns plötzlich jemand hinter einem herläuft, der gerne möchte, dass man Bekanntschaft mit seinem Knüppel macht. Ah, die Nudel wollte doch dadurch laufen. Ja, machen wir hier Abkürzung. Einmal Abkürzung. Oh. Das ist leer. Das scheint leer zu sein. Ah, das ist ein Stock. Das sah fast aus wie so ein Hähnchenschenkel oder sowas. Na, da war sie doch gerade da. Die Gürteltasche, die nehmen wir natürlich mit. Da ist nix. Was haben wir? Hafer, Roggen, Weizen. Okay. Oh, da liegt noch ein Beutelchen. Das hätte ich gerne. So, 25 Münzen. Da sagen wir nicht nein. Dann haben wir hier noch einen Eisenspeer. Liegen ein bisschen komische Stücke, ne? Ich glaube, das war's. Ja, das war's offensichtlich. Dann laufen wir mal weiter Richtung Denica. Müsste so in etwas stimmen.
Und wir müssen baden und trinken. Baden und trinken. So, man kann mal. Sehen wir da irgendwas? Scheint nichts drauf zu sein. Soweit ich das erkennen kann. Oh. Leider leer. War der leer oder haben wir den schon mal gefunden? Jagdgebiet Falke. Dann muss ich auch gucken, dass ich nach Denica komme, ne? Sonst wird das so ewig spät, bis wir dort sind. Und nochmal ewig später, bis wir dann daheim sind. Hier sind wir auch schon mal auf Banditen gestoßen. Kann ich irgendwo hier waren die, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Die habe ich allerdings nicht niedergemacht. Da war ich eh voll vom Inventar her. Deswegen bin ich dann einfach nur weggelaufen. Ich weiß aber gar nicht, wo genau sie waren. Ist nur irgendwo noch in Erinnerung, dass es irgendwo hier auf dem Weg war. Aber die scheinen heute nicht da zu sein. Was ich jetzt auch nicht so tragisch finde. Jagdgebiet Enter, so entdecken wir immer noch. Ist schon Wahnsinn, was man so an Jagdgebieten entdecken kann. Um sie alle zu haben, müsste man dem Map dann mal mit einem feinen Raster irgendwie ablaufen. Aber ich glaube, das wäre mir persönlich zu aufwendig. Nichts dagegen, wenn das jemand machen will. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Aber ich glaube, da würde ich eher noch die Karten kaufen. Weil, wie gesagt, das ist, wenn man Zeitaufwand her, einfach viel zu groß. So, hier haben wir. Einmal die Quest, dass wir Steuern zahlen müssen. Und dann müsste aber hier, glaube ich, noch eine sein, ne? Hasimia, hi. Hier, bist du gekommen? Ja, ich bin gekommen. Das sollte reichen. Wunderbar. Sehr gut. Steuern haben wir bezahlt. Da der Albert. Ist der im Haus oder hinter dem Haus? Im Haus. Der Albert. Der Albert rum. Oder so ähnlich. Der pennt. Na gut. Ist der Sohnemann. Der will wahrscheinlich wieder einen Hammer oder. Ja, dann gehen wir da am nächsten Tag hin. Dann gehen wir jetzt heim, essen gerade noch was. Und gucken, dass wir zeitnah heimkommen. Bevor es dann ganz dunkel wird. Ist kein Wagen mehr, ne? Doch. Was, glaube ich, auch der von letzter Jahreszeit, ja.
auch leer. Ist gerade gar nicht immer hier jetzt schon lang geläumt. Im Frühjahr noch nicht. Also müssen wir auch aufpassen wegen Banditen. Ich weiß nicht, ob hier Banditenlager sein können in der Ecke. Eins kann definitiv unterwegs sein. Das haben wir schon zweimal gesehen. Und ob hier zwischendrin noch welche sein können, das weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung, wie viele Spawnstellen es von Banditenlagern eigentlich gibt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da könnte noch ein Wagen sein. Licht auf könnte. Und da hinten ist eine Spawnstelle vom Banditenlager. Spawnpunkt. Hier nämlich. Scheinen aber jetzt auch nicht da zu sein. Das da ist auch weg. Sehr gut. Der Karren ist neu, glaube ich, ne? Ja, Wollstoff, Wolle. Gerade wieder ein sehr ungünstiges Licht hier. Wollgarn. Felsen. Scheinen nur die drei Dinge zu sein. Hoppla, Moment. Hier müssen wir lang. So. Hier ist hoffentlich auch kein Banditenlager. Dann gucken wir mal, dass wir unsere Näherin das verklickern. Schauen wir mal, wo die Dame sich rumtreibt. Da irgendwo. Bist du das? Ja, Filiberta. Wie ist es gelaufen? Ich komme mit guten Nachrichten zurück. Was ist passiert? Hat sie endlich zugegeben, dass sie eine schlechte Handwerkerin ist? Nicht direkt. Sie will diese Rivalität zwischen euch beiden beenden und bietet dir das hier als Friedensangebot an. Ich werde nicht ruhen, bis sie zugibt, dass ich die bessere Handwerkerin bin. Bitte hört doch auf damit. Ihr seid ganz hervorragende Näherin und solltet zusammenarbeiten, um noch schönere Kreationen zu erschaffen, anstatt euch gegenseitig zu bekämpfen. Nun, es ist ziemlich gut gemacht. Selbstverständlich nicht so gut, wie es bei mir geworden wäre, aber trotzdem, schon gut. Ich werde versuchen, mich mit ihr wieder zu vertragen. Weißt du was? Behalte unsere Arbeiten, meine und ihre. Wenn du nicht gewesen wärst, hätten wir wahrscheinlich nie wieder miteinander geredet. Also vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. So, haben wir auch abgeschlossen. Ah, das ist so schön. Der Kräuterstand gefällt mir auch richtig gut. Richtig, richtig gut. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir mal gucken. Dann haben wir jetzt als Quests nur noch die drei hier, ne? Ja. Leider keine Dings-Quest hier. Die sind auf dem Rückweg, die zwei Mädels. Da nehmen sie ziemlich direkte Wege, ne? Hinlaufen sie den Weg und zurück geht's dann. Merken wir auch hier. Hinlaufen sie dann da hinten irgendwo rum. Und zurück geht es dann einfach durch den Teich.
So, wir gehen jetzt aber erstmal pennen. Und gucken dann mal, was wir am morgigen Tag machen. Wie gesagt, haben noch die Quests ausstehen. So, nun mal pennt. Wir legen uns auch mal hin. So, guten Morgen, mein Schatz. Ich habe die Steuern gezahlt. Hallo da. Wie steht's denn um unser kleines Königreich? Die Arbeiter können nicht arbeiten, weil es an Handwerksmaterial fehlt. Okay. Dann müssen wir gerade mal gucken, was denn fehlt. Produktion. Küche hat ein Problem. Wir haben keine Speisemorcheln. Ups. Und die Werkstatt. Braucht Stöcke. Wie viele Stöcke braucht ihr denn? Das sehe ich jetzt nicht, weil er nicht produzieren kann. Das ist natürlich bitter. Theoretisch 80. 80 Stöcke. Wie viel haben wir in der Gewinnung? Du machst doch nur Stöcke, ne? Ne, du machst 56. Und du machst 63. Das müsste eigentlich reichen. Und der die Kräuterhütte sammelt doch Speisemorcheln, oder? Ja. Dann mach mal ein bisschen weniger Wegwart und nochmal mehr Speisemorcheln. So, nun sollte das eigentlich reichen. Haben wir noch mehr? Stöcke müsste, wie gesagt, auch reichen. Was fehlt dir? Oh, haben wir alle Stände besetzt? Bronzebolzen, ja, das ist klar. Die haben wir auch nur abverkauft. Die paar, die es gab. Das passt dann soweit. Okay, ja, dann müsste das jetzt eigentlich geregelt sein. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Gustovia. Machen dort die Quest, in Borovo die Quest und vielleicht schaffen wir es noch bis nach Tutki. Ging, glaube ich, hier lang. Kürzeste Weg. Vielleicht schaffen wir es bis nach Tutki runter. Das wäre schon schön. Dann hätten wir nämlich die Quest auch gleich. Hängt es halt davon ab, was für eine Quest wir in Dings machen müssen. Die kann man nebenher noch sammeln. Ah, Moment. Verkaufen wir Speisemorcheln? Das kann sein, dass ich hier Speisemorcheln verkaufe. Ist das so? Nee, hier nicht. Der hier. Ja, da haben wir sie doch. Deswegen haben wir keine mehr. Verkauf mal ein paar Tränke mehr. Gallenröhrling, den kannst du noch verkaufen. Den brauchen wir meines Wissens nirgends. So. Jetzt haben wir das Problem gelöst, warum die Speisemorcheln alle weg sind. Das erklärt einiges.
Ich mag die Gegend hier einfach total. Finde das Tal richtig schön. Freue mich immer, wenn wir hier durchlaufen können. Wagen entdecken können, Kisten entdecken können. Hin und wieder finden wir ja auch eine Kiste, ne? Einfach so schön und so liebevoll gestaltet alles. Das macht einfach Laune. So, dann können wir jetzt. Der hat mit Sicherheit Hammer, Messer. Also wir können im Prinzip auf jeden Fall mal ein paar Zweige mitnehmen. Das ist schon mal kein Fehler. Vielleicht noch den einen oder anderen Stein. Das schadet garantiert nicht. Weil der will garantiert einen Hammer oder ein Messer haben. Oder eine Axt. Irgendwie sowas ist es meistens. Was die Kiddies da gerne hätten. So, da sitzt der Boop. Hi Albert, kann ich dabei etwas helfen? Darf ich dich was fragen? Was denn? Ich wollte so tun, als wäre ich am Wachsen. Ein paar Dinge fehlen mir noch. Ja, du kannst nichts zahlen, ich weiß. So, eine Steinaxt. Haben wir genug dabei? Ein Stein fehlt noch. Stein. Eine Speisemorchel, den nehmen wir trotzdem mit. Hier sind doch Steine, oder? So, einmal Steinaxt. Geschwind gezimmert. Dann können wir die abgeben. So, hier ist deine Axt, mein Lieber. Pass auf und denk dran, was du versprochen hast. Jetzt gehen wir mal nach Borovo. Gar nicht, was der kürzere Weg ist. Immer hier rum oder da hinten rum. Also die andere Richtung gehen. Aber ich glaube, das schenkt sich insgesamt nicht viel. Nicht viel bis nix. Und hier können wir dann gleich gucken, ob da der Wagen liegt. Den es da gibt. Und können wir einen Blick riskieren, ob hier unter Umständen Banditen sitzen. Weil da hinten, da bei den Bäumen, kann auch ein Banditenlager sein. Ah, der Wagen ist schon mal da. Gut. Gut, aber leer. Banditenlager scheint dort nicht zu sein. Das wäre hier irgendwo. So, dann hüpfen wir hier gerade mal durch. Wir können zum einen was trinken und waschen uns gleichzeitig. Das ist ja auch kein Fehler und da kann man mal einen Blick riskieren, ob hier irgendwas am Strand liegt. Ist ja so der Klassiker hier. Bierflasche und Hose, die am Strand liegt. Warum die Hose da liegt, hinterfrage ich mal nicht näher. Aber ist auch nichts. Schade.
Gut, hätte ja sein können. So, wo ist hier unsere Quest? Da hinten. Hi Ida. Kann ich dir bei etwas helfen, meine Liebe? Ich könnte wirklich die Hilfe eines starken Mannes gebrauchen. Ich würde dafür natürlich bezahlen. Betrachte mich mal als interessiert. Sie muss die Familie ernähren. Sie hat Münzen, aber keine Zeit. Okay. 3 Beeren und 4 mal Fleisch. Dann eilen wir jetzt erstmal nach Tutki. Kann ich hier unterwegs irgendwo Beeren kaufen? Baranika in der Sammlerhütte eventuell. Wenn wir Glück haben. Ja, ob das klappt oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, meine Lieben. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.